Herzlich willkommen zum nächsten Vortrag. Ich bin von mehrerer Seite auf den Tippfehler hingewiesen worden, der keiner ist. Enterprise ohne den Enterprise. Ich glaube, wir haben es alle verstanden. Göstas Meckerl, regelmäßiger Speaker bei den Linux-Wochen. Ich freue mich sehr auf deinen Vortrag. Danke für die Blumen. Ja, ich habe auch mit mir gehadert, ob ich wieder zu den bildreichen Präsentationen zurückgehen soll. Dann wären halt da irgendwie Raumschiffe und Piraten zu sehen gewesen auf der Einstiegsfolie, habe es aber dann gelassen. Wenn ich jetzt so ins Auditorium schaue, komme ich mir dann ein bisschen blöd vor mit meiner Themenwahl, weil ich damit gerechnet habe, dass hier immer ein ganzer Haufen junger Menschen in Ausbildung anwesend ist, an die sich das inhaltlich eher gerichtet hätte, was ich jetzt erzählen werde. Vielleicht leite ich das dann um in eine Diskussionsveranstaltung, Erfahrungsaustausch direkt. Genau, es gibt ja ein Video und die jungen Menschen in der Ausbildung werden sich das dann alle auf den Social Media und sonstigen Kanälen nach anschauen, ganz sicher. Okay, also, dann starte ich mal mit Enterprise IT ohne den Enterprise. Es geht mir jetzt weniger um eine technisch oder kaufmännisch vollständige Beleuchtung dieser Thematik als um meine persönliche Erfahrung in dem Bereich. Ich habe doch einige Stufen dadurch erlebt. Was erzähle ich heute? Was verstehe ich unter Enterprise IT? Was ist das aus meiner persönlichen Wahrnehmung heraus? Worum geht es da eigentlich? Sprich, welche Komponenten sind da zu bedenken? Was müssen die können? Was bietet da der Standardhandel? Was sind die großen Lösungen, für die niemand gefeuert wird, wenn er sie kauft? Und dann ist die Frage, kann ich das auch so haben, dass ich mir das auch leisten kann oder in einem Rahmen, den ich mir leisten will? Und es geht konkret jetzt um die drei Themenbereiche Storage, Virtualisierung und Backup. Wobei ich da in keinem jetzt wirklich auf Details eingehe und mich nicht versteigen werde in die Frage, ist Docker besser als LXC, macht es EMC besser als NetApp oder sonst wie, sondern wie gesagt, das wird eine recht oberflächliche Geschichte aus der Sicht her. Es geht mehr um Erfahrungen, Anekdoten und vielleicht bleibt uns ein bisschen Zeit, um uns auszutauschen, wie das so in anderen Ecken läuft. Kurz über mich, ja, ich bin auch nicht erst seit gestern auf dem Planeten und treibe mich im freien Software- und IT-Feld schon eine Weile herum. Ich habe aufgehört, die Jahre in Nummern zu zählen, das macht mich zunehmend depressiv, deswegen habe ich nur noch Jahreszahlen da stehen. Gegenwärtig bin ich eben in einem Verlag IT-Verantwortlicher, das heißt, ich beschäftige mich tatsächlich mit der Frage, wie kann man IT-Ressourcen zu einem kommerziell vertretbaren Preis bereitstellen, zu vertretbaren Kosten bereitstellen, so, weil wir ja keine IT-Ressourcen weiterverkaufen, allerdings doch einiges an Daten haben mit über 2.500 lieferbaren Büchern, die alle als PDFs vorliegen, da kommt schon was zusammen. Ja, das heißt, um welche Komponenten, welche Bausteine geht es da bei der ganzen Sache? Ich habe schon gesagt, also wir müssen irgendwo Daten ablegen, da geht es um Storage, da geht es um Speicherplatz in irgendeiner Form. Da gibt es halt die Varianten, ich kann den Speicherplatz direkt an meinem Server dranhängen haben, ich kann den an meinem Netzwerk dranhängen haben, dann ist das halt ein NAS. Ich kann ein Netzwerk aus Storage-Komponenten bauen, dann ist das ein SAN. Und wenn wir schon bei den Wortspielen waren, die Permutation der drei Buchstaben N, A und S, da gibt es eine dritte Permutationsstufe, das sind dann die Daten sowieso alle haben, wo man dann hingehen kann zum Backup holen. CPU, irgendeine Form von Computing Power braucht man also auch, um in einer Firma irgendwie IT sinnvoll einsetzen zu können. Speicher braucht man sowieso, also RAM, um das zu verarbeiten, Netzwerkthemen braucht man auch. Und all diese Dinge haben im Wesentlichen zwei große Schwierigkeiten. Das eine ist, Hardware skaliert nicht. Ich kaufe sie einmal und dann hat sie eine bestimmte Größe. Und das zweite ist, Hardware ist einfach schlecht. Hardware wird kaputt. Und das sind zwei Dinge, die ich eigentlich in einem kontinuierlich wachsenden Unternehmen, und so ist unser Wirtschaftssystem halt aufgebaut, die mich da immer wieder an Grenzen stoßen und die mich hindern im Fortkommen. Das heißt, man muss irgendeinen Weg finden, das zu überwinden und sich von dem ein bisschen abzukoppeln. Die Jahreszahlen, die ich da jetzt hier hingeschrieben habe, ich mache jetzt einen kleinen historischen Exkurs, die Jahreszahlen bitte nicht für bare Münze nehmen, die sind so grobe Schätzungen,
bin für Korrekturen auch gern zu haben. Wir haben heute schon einmal ein bisschen im Zusammenhang mit Virtualisierung ist das schon ein bisschen gekommen. Die IT ist ja auch ein zyklisches Wesen, es passieren dieselben Dinge eigentlich immer wieder und wir haben auch vorhin jetzt mit dem E-Mail-Vortrag gehört, wie alt manche Dinge, die wir heute für ganz modern und toll finden, eigentlich sind oder alt, wie lange sie schon vorhanden sind. Und wenn man so Revue passieren lässt, was passiert eigentlich in unserer Branche, dann fällt mir halt auf, dass es ein paar Sachen unter immer wieder anderen Namen aber doch immer wieder gibt. Also in den 60er bis 80er Jahren hat es im Prinzip den großen Mainframe gegeben, den Großrechner, da waren ein paar Terminals angeschlossen, haben ein paar ausgewählte Personen dort damit gearbeitet. In den 80er Jahren sind dann die PCs aufgekommen, man hat dann also am Schreibtisch Computing Power gehabt, dann hat man irgendwie am Server nur noch die Dinge gemacht, die am Schreibtisch nicht mehr so gut gehen, das waren Datenbanken, das waren halt Computing Power, ja, weniger damals eigentlich, da ging es um diese kleinen Server-Applikationen, das war so ein großes Stichwort in den 90ern, ist es dann wieder, also sprich, die Intelligenz ist also zum User hingewandert, in den 90er Jahren kamen dann diese Terminal-Server-Geschichten, so das ist alles wieder Richtung Rechenzentrum hinein, man hat wieder den großen Server aufgebaut und draußen nur noch Thin-Clients und damit waren sie dann alle glücklich oder eben auch nicht. Dann kam die große Web-Revolution, das Web 2.0, Web-Anwendungen wurden interaktiv, man hat dann auch wieder stärkere Rechner gebraucht, mit den Clients ging das dann wieder nicht. Dann ging wieder Leistung raus, parallel aber dann hinten dran die Virtualisierung im Rechenzentrum, das ganze Thema Blade-Server, die Hühner steigen voll mit Hardware. Und jetzt wird dann eben alles nur noch virtualisiert, es wird gecloudet, es ist whatever as a service da, also es gibt jetzt Software as a Service, Platform as a Service, Network as a Service, irgendwann einmal wird jemand Service as a Service verkaufen. Und die größte Idiotie, die mir jetzt über den Weg gelaufen ist, ist, dass unser Hyperconverged Server als eine total neue Sache verkauft werden. Im Endeffekt heißt das, wir haben wieder Blechboxen, wo die Harddisks wieder drin sind. Und dass ich dann Software-Defined Storage dazu sage, was ich drin mache, das ist in meinen Augen LVM oder was ähnliches. Sprich, man hat jetzt also wieder neu erfunden, dass ich eine Festplatte in mehrere Teile aufteilen kann und dass ich dann in meinem einen Server mehrere Server betreiben kann und irgendwie dreht sich das Ganze im Radl und das erinnert mich an den Rant nach der Mittagspause, es hat alles irgendwie so einen Murmeltier-Effekt. Ja. Wir hatten das alles schon einmal. Aber von irgendwas müssen ja die Vertriebsleute auch irgendwie leben und ihre Quartalsprämien kriegen, wenn sie dann neue Sachen verkaufen. Das ist mein privater Rant wieder an die Sales-Fraktion. Aber was heißt das jetzt? Warum spreche ich von Enterprise-IT und was verstehe ich darunter? Ich habe schon gesagt, Hardware hat ein paar Mängel. Ich kann sie extrudieren, aber sie funktioniert dann irgendwann nicht mehr. Also ich kann sie nicht skalieren, sie fällt aus und ich hätte eigentlich gerne Produkte, die ich, wenn ich sie jetzt kaufe, auch in 2, 3, 5 Jahren aufrüsten, weiterentwickeln kann, wo ich darauf aufbauen kann. Und vor allem, ich hätte gerne irgendwas, was mir jemand supporten kann. Aus meinem persönlichen Bezug zu dieser Geschichte kann ich ein bisschen erzählen. Nach der Jahrtausendwende kurz war mein erster Einstieg in eine Position, wo ich halt für einen IT-Betrieb verantwortlich war. Es war damals eine Non-Profit-Organisation mit 600 Mitarbeitern. Davon waren 60 ungefähr in der zentralen Verwaltung tätig. Da gab es damals 3 Server. Einer stand unterm Tisch vom damaligen kaufmännischen Leiter, die anderen 2 irgendwo auch in irgendwelchen Kästen. Es hatten dann von der ganzen Firma, das kann man sich heute immer kaum mehr vorstellen, 15 Leute Internetzugang und die anderen nicht. Die hatten nur PCs, die dann halt mit der einen Datenbank auf dem Server verbunden waren und das war okay, das war kein Problem. Es gab, glaube ich, ganze 10 E-Mail-Adressen in der Firma. Und wie ich dann 8 Jahre später das Unternehmen dort verlassen habe, habe ich mittlerweile auch, glaube ich, schon 12 Server dann in einem Rack schon dort gelassen. Ich habe es heute schon erzählt, also das war diese Firma, wo ich die Linux-Desktop-Migration durchgeführt habe. Sie hatten dann natürlich alle E-Mail-Adressen und Internetzugang. Und
In dem Prozess bin ich aber mehrmals dann an Grenzen gestoßen, weil man dann kauft man halt einen Server, weil man braucht einen neuen File-Server und der hat halt einzelne Platten drin. Und man hat irgendwie großartige Gedanken, ja, wie viel Plattenplatz werden wir denn über die nächsten 5 Jahre brauchen? Und kann man dann kalkulieren und sagt, naja, so und das muss ausreichen, der Server muss groß genug sein oder das Budget haben wir, dann kauft man dann jetzt und das wird schon passen, wird schon genügen und 3 Jahre später kommt man auf die Entscheidung, war völlig daneben, aber jetzt war da so, wir brauchen eh für das andere einen Server, da kann der das ja mitmachen und dann nehmen wir da wieder ein Stück dazu und dann baut man so scheibchenweise seine Landschaft zusammen und dann kommen diese gewachsenen, durchwachsenen Strukturen zusammen und irgendwo eckt es immer und irgendeine Ressource fehlt immer und irgendwo ist immer zu wenig Platz und irgendein Drum langweilt sich dann doch. Und das ist der Punkt, wo ich dann sage, ja, okay, wo ich dann gesagt habe, ja, okay, irgendwo verstehe ich das schon. Die vor mir, die Generation vor mir mit den Großrechnern, die eben partitioniert worden sind, das hat schon was für sich gehabt. Und das damals neue, moderne Zeug mit der Virtualisierung, das hat schon was für sich. Ich fange mal jetzt in diesem ganzen Technologie-Stack ein bisschen weiter unten wieder an. Ich gehe mal zum Storage, wie ich gerade gesagt habe, also Plattenplatz, File-Server-Platz, Mail-Server-Platz, das sind so Dinge, die wachsen eigentlich kontinuierlich in jedem Unternehmen, das ich bis jetzt durchlaufen habe. Es gab niemanden, wo irgendwo der Bedarf an Speicher rückläufig war, aus welchem Grund auch immer. Ja. Das habe ich noch nicht gesehen. Im Storage-Bereich gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Also einzelne Festplatten scheiden jetzt einmal im Enterprise-Bereich aus, in einem Firmenbereich. Ich brauche Kontinuität. Wenn die eine Festplatte ausfällt, ist sie hin, sind meine Daten weg. Oder ich muss zumindest eine neue beschaffen und sie vom Backup wiederherstellen. Wie auch immer. Die einfachste Variante, irgendwie sowas wie Skalierbarkeit und größere Dimensionen zu schaffen, ist dieses berühmte JBOD-Modell, Just a Bunch of Disks. Sprich, ich hänge an meinen Server ein Shelf, einen Rahmen, in den ich dann 8, 12, 16 Festplatten, je nachdem, je nach Plattengröße und Ausbaustufe, einbauen kann. So ist es verhältnismäßig günstig, es ist preismäßig nicht allzu weit weg vom rohen Plattenpreis. Kann man irgendwie schnell mal kaufen, wo reinschrauben. Dann wird es aber unangenehm, weil man muss sich dann darum kümmern, wie man da drin den Platz aufteilt. Das Ding ist dann an einen Server gebunden, das heißt, der eine Server hat dann dieses JBOD, diesen Plattenplatz und kann damit was tun. In einer kleinen Firma, die vielleicht frisch aufgebaut, also im Aufbau befindlich ist, kann das noch funktionieren, da kann man sich noch damit abfinden. Alles, was irgendwie so in den mittleren Unternehmensbereich bei uns geht und was eine gewisse Historie hat, da geht es nicht mehr, weil da hat man von da was und von dort was und schlimm ist es dann, wenn Firmen fusionieren und dann kriegt man die IT mit der IT und das muss man so zusammen und die einen haben, weiß ich nicht, BMD und die anderen haben SAP und die haben jenes und dieses und das kann dann auch nicht mehr funktionieren auf einer Maschine. Also da braucht man mehrere Server. Die müssen sich in irgendeiner Form dieses Storage teilen. Also nächster Schritt, ich hänge mein Storage ins Netzwerk, ich mache ein Netzwerk-Attached Storage. Das gibt es auch von so billig, dass man sich zu Hause auf den Schreibtisch stellen kann mit 2 oder 4 Platten vom Geschäft für Sachen mit Kabel dran und steckt an, hängt ans Netzwerk und geht. Bis zu, deswegen steht da relativ günstig, das gibt es auch so in Größen und Preisklassen, wo sich es daheim dann nicht mehr antut. Also da gibt es so namhafte Hersteller, die bauen das dann so in 2 oder 4 Höheneinheiten fürs Rack. Kriege ich dann, weiß ich nicht, 15, 20 Terabyte an Plattenkapazität rein. Und im Prinzip spreche ich das einfach über eine IP-Adresse an und meine Server beziehen dann von dort ihre Daten oder schreiben sie dorthin. Relativ flexibel ist das deshalb, weil das halt auch irgendwelche Klötze sind, die ich einzeln für sich ansprechen kann. Und wenn mir dieses eine NAS-System voll ist, dann muss ich mir ein zweites kaufen und dann muss ich mir überlegen, ja, der eine Server legt seine Daten jetzt am NAS 1 und der andere am NAS 2 ab und ich lege jetzt die User-Daten dorthin und dahin und ich mache meine Backups so und dann muss ich Daten migrieren und wer schon einmal 12 Terabyte über ein 100 Megabit-Netz, das möchte ich niemandem antun, migriert hat, aber auch über Gigabit macht es einfach keinen Spaß mehr, wenn man das also von einem aufs andere Storage übertragen muss, das ist irgendwie unangenehm. Das ist der Punkt, wo dann diese SAN-Systeme, Storage Area Networks, hereinkommen. Das ist die nächste Skalierungsstufe, das sind dann diese,
diese schönen Regalwelten, die man kennt, wenn man auf irgendwelche Fachmessen fährt, und dann schaut man sich die Stände von EMC, von NetApp an, da stehen dann immer, oder auch bei IBM stehen dann also so Racks nebeneinander, und da sind wunderbar lauter gleichartige Frontblenden drin, und man sieht, da stehen die Platten in Reihe und Glied. Die sind dann hintenrum mit Fiber Channel verbunden, wunderbar schnell und alles toll. Sind sehr schnell, sind hoch skalierbar, weil ich natürlich jederzeit so ein Rack-Ding hineinstecken kann. Kosten aber einen Arm und ein Bein oder noch mehr. Und auch die einzelnen Blöcke, in denen ich skalieren kann, sind halt relativ groß. Das heißt, das Ganze zahlt sich irgendwann erst im Multiterabyte-Bereich aus. Das ist eigentlich eine Region, wo Klein-Mittelunternehmen nicht hinkommen. Da fängt es aber eigentlich an, storage-mäßig interessant zu werden, weil da komme ich von diesen ganzen Alltagsproblemen weg, wie dass ich mich an irgendeine Hardware-Kette, von der ich hoffe, dass es sie in 4 Jahren noch geben wird, damit ich sie aufrüsten kann, weiter bauen kann, mein System, was dann in der Regel nicht stimmt und ich das alte Ding rausschmeißen muss und ein neues kaufen. Ist aber, wie gesagt, finanziell für Unternehmen, also ich bin jetzt in einem Unternehmen mit 80 Mitarbeitern, wir haben auch keinen Zahn, ja, das geht sich einfach nicht aus. Wenn wir über Kosten sprechen, was kostet sowas überhaupt? Ich kann jetzt natürlich zum Geschäft mit Sachen, für Sachen mit Kabel dran gehen und Platten kaufen, also eine externe Terabyte USB-Platte. Ich weiß nicht, was kostet das jetzt? 30 Euro, 35, 40 Euro im Baumarkt, hätte ich jetzt fast gesagt, im Supermarkt. Kann ich jetzt natürlich im Unternehmen nicht verwenden, weil das Ding ist relativ bald kaputt. Das heißt, wenn ich jetzt von Platten spreche, dann spreche ich von Platten mit 5 Jahre Garantie. Und wenn ich von Storage von Massen spreche, wenn ich also nicht schnelle Storage brauche für Datenbanken, sondern wenn ich einfach 2.500 lieferbare Bücher als Druck-PDFs irgendwo ablegen will, dann reichen mir SATA-Platten. Da komme ich also mit 100 Euro pro Terabyte so ungefähr durch. Das kleine I da ist übrigens kein Tippfehler, sondern das sind natürlich die Terabyte nicht in SI-Einheiten umgerechnet, sondern nicht wie die Hersteller das machen, mit 1000 für den 1000er Schritt, sondern mit 1024, wie es eigentlich gerechnet gehört. Was beim Terabyte schon, ich weiß nicht, ich glaube, das sind schon 12% Unterschiede, was das ausmacht, das ist gewaltig. Ja, dann kann man eben von in der nächsten, also das wäre so ungefähr der Preis, wo man bei so einem JBOD-System ungefähr kalkulieren kann. Ja, wenn ich sage, ich brauche 20 Terabyte, dann kann ich mir ein JBOD um knapp über 2000 Euro zusammenbauen. Ich kann das dann managen und mich daran erfreuen. Wenn ich in diesen NAS-Bereich gehe und jetzt einmal wieder die Baumarktlösung weglasse, dann bin ich zum Beispiel bei NetApp, das ist eine Firma, die sowas anbietet, da komme ich gleich mal auf 1500 Euro pro Terabyte ungefähr. Warum? Weil die da einen ganzen Haufen, kommt dann noch Sachen dazu, bundeln und ich das Ding einfach nicht so kriege, nicht als rohen Plattenplatz. Und die Zahnsysteme sind dann, sieht man da also mit 2500 und aufwärts nochmal drüber und vor allem dort kriege ich kein Terabyte. So ein kleines Zahn kriege ich nicht. Also da kauft man sich, glaube ich, ein paar schöne Autos, bevor man ein so ein System, das Entry-Level-Ding kriegt. Das ist eben auch das große Problem, dass sich gerade für, ja, die Kandidaten sind jetzt nicht da, aber die sitzen natürlich vor YouTube, ja, also ihr Unternehmensgründer, die ihr heute jetzt in eure Berufskarriere hinausgeht, euer Unternehmen wird hoffentlich irgendwann einmal wachsen, so weit, dass es nicht mehr mit einem Server und 2 Festplatten im RAID 0, im RAID 1 Verband auskommt, und da stellt sich dann eben die Frage, wie gehe ich da um und wie nehme ich diese Hürde von dieser kleinen Bastellösung zu etwas, was skaliert. Und was man auch nicht vergessen darf, ist natürlich, man muss diese Sachen noch betreiben. So was hat einen Lebenszyklus und da kommen halt einfach Alltagsdinge zustande. Je nachdem, wie die IT aufgestellt ist, habe ich die als Dienstleistung outgesourced, dann sehe ich die Kosten sehr schnell. Habe ich die als Mitarbeiter ingesourced, dann sehe ich die Kosten vielleicht nicht so schnell, aber ich sehe, wie bei dem Mitarbeiter die Stirnhaare immer weiter zurückwandern, wenn der nur JBOTs verwaltet, weil der hat einfach die ganze Zeit zu tun, um zu konfigurieren, nachzujustieren, Fehler auszubessern und so weiter. Dafür war es billig. Im NAS, je nachdem, was man sich da anschafft, kann ich das natürlich für
nichts an Lizenzkosten haben, aus dem Supermarkt im Enterprise-Bereich würde ich das nicht empfehlen. Wartungsvertrag für Hardware im Firmeneinsatz, wenn ich meine IT halbwegs verfügbar haben will, müsste sowieso selbstverständlich sein. Sprich, wenn jetzt aus diesem ganzen Plattensystem eine Festplatte ausfällt, dann möchte ich nicht irgendwo hinrennen müssen, schauen, kriege ich eine Platte, die da rein passt, sondern in der Praxis, also wir haben dieses mittlere System, derzeit noch im Einsatz, wird bald abgelöst. Wenn eine Platte ausfällt, dann kriege ich 3 E-Mails von 3 verschiedenen Quellen, nämlich einerseits vom Hersteller, der mir sagt, hey, dein Gerät hat einen Ausfall, nämlich schneller noch, als ich in den Serverraum gehen kann und schaue, wo leuchtet denn das orange Licht. Kriege ich E-Mail vom Hersteller, der sagt, Platte 7 in deinem dritten Shelf ist kaputt. Kurze Zeit später kriege ich das E-Mail von meinem Dienstleister, der mir sagt, hey, du, der Hersteller hat mich kontaktiert, weil er weiß, dass ich dein Supporter bin. Brauchst Hilfe, wenn dann die Platte da ist beim Ausbauen, und das dritte Mail kommt dann halt vom Monitoring-System, dass man sagt, hey, das System meldet, da drüben ist eine Platte kaputt. Und einen halben Tag später ist dann so ein riesen Karton in der Post und da ist eine Festplatte drin und ganz viel Luft. Und ja, dann kann man die austauschen, zurückschicken und alles ist gut. Ja, also diese Wartungsverträge, die man da zahlt, die sind gar nicht so schlecht. Das muss man auch mal festhalten. Das ist nicht alles böse, was Geld kostet. Ja, der Wartungslevel muss man sich halt überlegen, was man braucht. Aber das hat schon recht gute Vorteile. Und ja, also SANS ist dann auch wieder, ja, das sind die Wartungsverträge und die Lizenzen, wenn man dann Features haben will. Ich glaube, das kommt jetzt noch. Genau. Dann schaut die Sache auch wieder anders aus. Ja, was habe ich, was kann ich jetzt erwarten von den Systemen? Wenn ich also JBOD habe, kann ich nichts erwarten. Ja, das Einzige, was ich machen kann, ist Redundanz, so wie ich sie konfiguriere, deswegen steht ein Fragezeichen dahinter. Wenn ich mich da blöd anstelle, dann funktioniert es nicht. Und das merke ich meistens erst dann, wenn ich es gebraucht hätte, wenn der Fehlerfall eingetreten ist. Wie schnell sowas ist, hängt auch davon ab, was ich da reinstecke. Das kann ich dann natürlich auch selber gestalten, zwischen Preis und Geschwindigkeit. Da gibt es diese, was ist das, die RFC 1925, ist glaube ich meine Lieblings-RFC, 12 Networking Truth. Da heißt es unter anderem Fast, Cheap, Reliable, Pick Any Two. Man muss sich in diesem Dreieck immer irgendwo entscheiden. Also ich kann hohe Redundanz haben, dadurch, dass ich viele Festplatten als Spares und so weiter konfiguriere. Ich kann hohe Geschwindigkeit haben, und wenn ich viele Spindeln habe oder SSDs und so weiter. Das kann ich im JBOD selber designen. Im NAS schaut das anders aus. Das NAS spreche ich über einen Abstraktionslayer an, das heißt, es ist im Netz als meistens NFS oder CIFS, also Windows Share, zu finden und hat oft eine Nutzerrechteverwaltung integriert für kleine Netze oder es integriert sich in ein Active Directory, LDAP, Samba, wie auch immer. Das ist schon ganz nett, das ist ein Feature, da brauche ich mich um einige Sachen nicht mehr kümmern, sprich, das ist gekapselt mein eigener File-Server, wenn ich das so haben will. Und Redundanz ist dort eigentlich Standard. Was ich auch, wovor ich auch warnen muss oder möchte, ist, dass man sich hier schon etwas eintritt, einen Vendor-Login, weil auch die, also bei den Großen sowieso, also wenn die Firmennamen, je weniger Buchstaben die Firmennamen haben, die Sachen herstellen, desto enger ist das Korsett, in das man sich begibt. Dass man eine Festplatte, die man aus einem NetApp-Storage ausgebaut hat, weil sie kaputt oder nicht kaputt ist, weil der Storage sie nicht mehr haben will, dass man die irgendwo anders wieder einbauen kann, das kann man sich abschminken. Weil erstens ist das Interface hardwaremäßig anders und selbst wenn ich das umbaue, ist die Plattenfirmware komplett anders. Die sind, der Hersteller sagt, optimiert. Jedenfalls sind sie verändert. Ich kann diese Platten also nur in diesen Storage-Systemen benutzen, hardwaremäßig. Ja. Kann man sagen, okay, ich gehe halt zu QNAP, Tecos, sonst was. Das ist also diese kleinere Lösung, da stecke ich normale Festplatten hinein, also die ich dann aus dem Geschäft daneben gekauft habe. Ja, das geht. Wenn so ein RAID wenn so ein System dann kracht, das ist einem Bekannten von mir passiert, der hat so ein kleines NAS-Kasterl gehabt, ein NAS-Kasterl, mit 4 Platten drin. Da ist das Motherboard verstorben. Wie üblich, 2 Wochen, 3 Wochen, keine Ahnung, 2 Monate nach der Garantie, also da war nichts zu holen. Ja, kein Problem, gleicher Hersteller, Nachfolgegerät ist ja egal, die Platten waren in Ordnung, also die Platten ins neue Gerät rein, das neue Gerät hat gesagt, juhu, ich habe Platten gefunden, ich muss die jetzt formatieren. Hat das eigene
RAID-System, also das eigene RAID-System vom gleichen Hersteller nicht mehr erkannt. Also auch da hat man ein bisschen, muss man aufpassen, dass oft, also das ist ein Vendor-Login der anderen Art, sage ich jetzt einmal, ne, den man im Auge behalten sollte. Und weiß nicht mehr, wo ich da jetzt abgebogen bin in diese Anekdote, ist egal. Nächster Schritt ist, glaube ich, dann das SAN. Das SAN bietet natürlich, wie ich schon gesagt, hohe Skalierbarkeit. Ich kann das also blockweise aufbauen. Ich habe hinten meine Fiber Fabric, ein Riesennetzwerk, das also einfach die Kommunikation zwischen den Blöcken macht. Das hat eine enorme Redundanz, wenn ich das konfigurieren will. Hohen Datendurchsatz, enorme Geschwindigkeit. Hat zu den besagten Protokollen auch das ISCC-Protokoll zum Beispiel, dass ich also schlicht und einfach Teile von diesem ganzen Schrank, von dem ich gar nicht mehr wissen muss, wo sie liegen, als Festplatten an irgendwelche virtuellen Maschinen hängen kann, was in der Praxis auch sehr angenehm ist, wenn ich Applikationen habe, die mit einem Windows-Share nichts anfangen können, weil ich zum Beispiel ein RAW-Device brauche, um eine, weiß ich nicht, Oracle-Datenbank oder sowas zu betreiben. Die Dinger können dann zum Beispiel hintenrum Daten deduplizieren, das ist auch ganz schick. Wenn also jemand per E-Mail dasselbe, nennen wir es beim Namen Word-File, das sind meistens die, an 25 Leute im Unternehmen verschickt, statt das an irgendeinen öffentlichen Share im Netzwerk zu legen, dann liegt das hinten in 25 Mailboxen. Das Storage-System erkennt, dass ich da 25 Mal die gleichen Datenblöcke habe und macht nur noch ein Verzeichnis rein, also einen Verweis, dass das dort und dort auch liegt. Sprich, gespeichert wird einmal und es wird halt einfach x-mal ausgewiesen. Das ist sehr angenehm, weil ich halt meine Plattenkapazitäten besser ausnutzen kann. Das nutzen auch die großen Hoster, wir haben auch schon im Zusammenhang mit Docker war das, glaube ich, eben auch gesagt, da wird also ganz massiv, da wird jedes Byte angeschaut, ob es nicht irgendwo anders nochmal vorkommt und wird dann nur noch als Referenz gespeichert. Im kleinen, mittleren Unternehmensbereich ist das eigentlich eher lästig. Wenn ich nämlich ein Storage-System habe, das ist 10 Terabyte groß, und ich kriege da alle meine Daten locker unter und es sind noch 40% frei. Und ich versuche das dann mit einer mäßig intelligenten Backup-Software auf Bänder rauszusichern und sage, ja, ich habe für 10 Terabyte Bänder. Und ich fange an, diese Daten zu speichern, die werden File für File gespeichert. Und wenn das ist ein 10 Terabyte im Storage, bzw. 15 Terabyte am Band, weil halt die Duplizierung dort nicht funktioniert. Dann ist das eine bösartige Überraschung. Aber ansonsten ist das ein nettes Feature. Was man dann auch machen kann, ist natürlich Snapshots, sprich ich friere bestimmte Datenstände ein und da kam ich zu den Lizenzkosten. Warm, also nicht das Speichern von sich selbst verbreitender Malware, sondern write once, read many. Das ist ein Thema überall dort, wo es um Datensicherstellung geht. Das ist im medizinischen Bereich, dort habe ich selber erlebt, im Recht, im Finanzbereich, wo es also um revisionssichere Ablage von Daten geht, da habe ich mit digitalen Daten per se ein Problem, weil ob jetzt ein Bit 1 oder 0 ist, das sehe ich im Moment an, oder ob es immer schon 1 oder immer schon 0 war, das sehe ich jetzt einmal per se nicht. Und es gibt Bereiche, wo das aber wichtig ist, wo Nachweispflichten herrschen, rein jetzt einmal Buchhaltung muss ich 7 Jahre aufheben, wenn ich die nur digital archiviere, dann muss ich sicherstellen, dass diese digitalen Archive nicht manipuliert worden sind und so weiter. Jetzt kann ich das auf beschreibbare und nicht mehr wieder beschreibbare Medien raussichern, oder im Fall von Platten gibt es eben dieses Feature, dass die Platten per Software als write once, read many definiert werden, und da gibt es Firmen, die haben das dann zertifiziert, dass Behörden das auch anerkennen und das lassen sich vergolden. Also wenn ich das kann ich zum Beispiel bei einer Netter, beim NAS auch aktivieren, dieses Feature, und dann kostet mich dasselbe Storage-System gleich einmal das Doppelte, nur weil es dieses Feature aktiviert hat, nur weil ich revisionssicher archivieren kann. Umgekehrt habe ich halt einfach, wenn ich das wirklich brauche, habe ich halt weniger Sorgen, wie ich das nachweisen kann. Weil in dem Fall, das ist auch wieder diese Nobody ever got fired for buying. Wenn das der Hersteller irgendwo zertifiziert ist, dass das Ding revisionssicher ist, dann ist es revisionssicher und dann sagen alle Ja und Amen dazu und das reicht als Nachweis dafür, dass ich meine Daten revisionssicher aufbewahre. Wenn ich mich selber darum kümmere, das kann ich natürlich auch machen, dann werde ich aber einen ziemlichen Spießrutenlauf durch die Behörden machen müssen, um nachzuweisen, dass mein System, das ich selber aufgesetzt habe, auf freien Komponenten basierend sicherstellt, dass nachher niemand ändert. Okay, der Ausweg
Ich möchte also skalieren, ich möchte echt viel Platz und ich möchte nicht echt viel Geld dafür bezahlen. Stichwort, um das zu suchen, Petabyte on a Budget. Vor ein paar Jahren haben ein paar Leute drüben auf der anderen Seite vom Teich, da kommen auch manchmal ganz gute Ideen zustande, haben ähnliche Probleme gewälzt und gesagt, ja, wir brauchen viele, viele Platten und wir wollen einfach nur massig Daten speichern, aber wir wollen das einfach nicht teuer haben. Und die sind auf die Idee gekommen, sie nehmen Off-the-Shelf-Komponenten, die leicht verfügbar sind. Also das fängt mit Motherboards und SAS-SATA-Controllern an und bauen ein spezielles Gehäuse drumherum. Das ist ein offenes Design. Ich habe einen Browser-Tab mit dem Bild. Ja, die Seite von denen ist heute irgendwie wegen Zertifikatsproblem nicht verfügbar. So schaut das dann in der Praxis aus. Das ist ein Storage-Pod, da gehen 45 Festplatten rein. Das ist schon mal ganz schön gewaltig. Das Ding ist 3 oder 4 Höheneinheiten hoch. Man sieht da hinten, das hat einfach, das ist das Power Supply, glaube ich. Das gibt es mit Redundanz auch. Und da ist noch eine Systemfestplatte drin. Da unten liegt irgendwann Motherboard und da sind ein paar Controller verbaut. Lüfter, Lüfter, Lüfter und dann halt einfach unendlich viele Platten. Und heutzutage kommt man mit 45 Platten echt weit. Also wir haben so ein System im Verlag, das hat 6 Terabyte Platten, das sind 270 Terabyte Bruttokapazität. Abzüglich ein bisschen was für Redundanz, Angst und sonst was, bleiben immerhin noch 190 Terabyte über. Da geht was weiter. Und weil wir vorher über Plattenpreise und so weiter gesprochen haben, sowas von einer österreichischen Firma assembliert, installiert mit Wartungsvertrag für 5 Jahre dran und so weiter, kriegt man für roundabout 25.000 Euro. Also das ist dann schon etwas, das spielt leistungsmäßig in der Kategorie der Großen mit oder skalierungs- und kapazitätsmäßig, preismäßig bleibt man aber echt in einer angenehmen Variante. Wo sind die Limitierungen jetzt? Das muss man schon auch sich anschauen. Das ist natürlich kein SAN. Es hat viel Platz, ja. Es ist eigentlich auch nur ein JBOD, ja, aber es hat ein GUI, das ist vorinstalliert, es ist also ein CentOS drauf, ein gehärtetes, es kann verschiedene Netzwerkprotokolle sprechen, es gibt kein GUI, es gibt ein UI, das ist ein Command-Line-Interface. Ich kann das Ding konfigurieren, standardmäßig ist da ClusterFS oben, das eine Skalierung insofern erlaubt, dass ClusterFS, auf das ich jetzt nicht näher eingehen will und kann, weil ich es nicht aus dem Doing kenne, ich kenne es jetzt nur so auf der bunten Prospektebene, das packt diese Storage-Einheiten in sogenannte Pods oder Bricks heißt es dort und ich kann hier einfach in mein System weitere solche Bricks hineinschalten. Dieses Cluster-FS wird einfach, das Gesamtfilesystem wird immer größer. Nach außen hin schaut es immer noch wie ein Filesystem aus. Das ist LVM in etwas größere Dimensionen hinaufgedacht. Hat dann so lustige Features wie Snapshots, wie Copy on Write, eben für Snapshots. Deduplizieren kann es, glaube ich, auch. Ja, Limit ist aber in dem Fall, es ist eigentlich technisch immer noch ein NAS, es ist ein Network Attached Storage. In unserem Fall haben wir so 4 10 Gigabit Ethernet Interfaces hinten dran. Das reicht für unsere Anforderungen, wir werden darauf keine Datenbanken betreiben, sondern es geht tatsächlich einfach um die Ablage der Produktivdaten, respektive auch um ein Archiv. Also unser Ziel war es, was auf dem System, und dafür sind diese Dinge gedacht, Langzeitarchive darzustellen. Und da sind jetzt hohe Zugriffsraten kein großes Thema. Viele Spindeln habe ich da definitiv. Das heißt, die Seek Times sind auf jeden Fall kurz, weil irgendeine Platte ist mit den Köpfen immer irgendwo am richtigen Platz. Und wenn ich dieses Filesystem groß genug design, dann kriege ich jedes File relativ schnell. Wenn viele Clients parallel darauf zugreifen, dann wird es wahrscheinlich eng, aber mit 4x10 Gigabit für 80 Nutzer sind da, glaube ich, noch Reserven. Also, aber wie gesagt, es ist kein SAN, auch wenn es auf den ersten Blick so ausschaut, auch wenn man damit Schränke füllen kann und das Ganze recht kolossal groß werden kann. Nächster Schritt in der ganzen Geschichte
jetzt habe ich mich relativ lange über Storage ausgelassen. Nächster Schritt in der Geschichte ist Computing Power. Also ich habe irgendwelche Services, ich betreibe irgendwelche servergestützten Software-Geschichten. Ich beneide all jene, die hier sitzen und die von unten her sowas designen können und sagen, ja, ich gehe her und habe die und die Anforderungen, ich suche mein System aus, dass das passt, dass das kann. Dieser akademische Zugang, das jetzt nicht abwertend gemeint, ist sehr schick und wunderbar. Und jeder, der die Möglichkeit hat, das zu machen, ist zu beneiden. In der Praxis ist es meistens so, dass man halt irgendwelche Dinge hat, die man verwenden muss. Es gibt halt einfach irgendwo Platzhirschen. Im Verlagsbereich ist es halt einfach so, dass man an dieser ganzen Adobe-Welt nicht vorbeikommt. Es ist auch so, dass wenn man bestimmte Branchensysteme, Branchenanwendungen verwendet, dass die halt sehr oft MS-SQL-Datenbanken hinten brauchen oder vielleicht sogar, oder damit sogar ziemlich sicher mal Windows-Server, dass vielleicht die ganze Server-Applikation auf bestimmten Betriebssystemen nur lauffähig ist. Das heißt, ich habe verschiedene Betriebssysteme in der Praxis. Ich habe auch in der Praxis leider mehrere Server zu betreiben, weil der Hersteller natürlich sagt, ja, du darfst auf meinem, ich übernehme die Wartung für meine Software nur, wenn du auf meinem Server nur meine Software laufen lässt und nichts anderes. Also man kommt relativ schnell in die Situation, dass man mehr als einen Server braucht. Bei uns sind das rein in-house größenordnungsmäßig 20 Stück. Sie sind alle virtualisiert zum Glück, aber das ist eben genau der Punkt, wo ich dann mit ein Blech pro Server aufhören möchte und deswegen Virtualisierung verwenden möchte. Virtualisierung, ich glaube, darüber brauchen wir jetzt auch nicht wahnsinnig lang reden. Die Idee ist nicht neu, ich habe zentrale, große, leistungsstarke Hardware, das war also in den 60er Jahren schon so, leistungsstark ist relativ, heute ist jedes Mobiltelefon stärker als ein Mainframe. Aber schöner waren die Mainframes. Und die kann ich jetzt aufteilen auf mehrere Workloads und kann damit meine Hardware gut auslasten. Ich habe von Verfügbarkeit irgendwas nochmal gesprochen vorhin. Ja, da komme ich noch. Ja, also ich kann meine Workloads verteilen. Ich kann meine ganzen Systeme, sollte ich redundant auslegen. Also auch wenn ich jetzt nur 4 virtuelle Server brauche, würde ich davon abraten, nur einen physischen zu kaufen. Weil wenn der weg ist, sind alle 4 virtuellen weg. Das heißt, man macht mindestens 2 physische Server, auf denen eine Virtualisierungsplattform ist und da laufen dann diese Dinger drauf, habe ich Redundanz, kann mich so vor Hardwareausfällen durch Defekte schützen. Ich kann laufende Server auf neue Hardware migrieren, zum Beispiel, wenn ich an Leistungsgrenzen stoße. Snapshots, ich kann Sachen klonen, ich kann Testsysteme erstellen aus bestehenden Systemen heraus, ganz problemlos. Nachteile gibt es natürlich auch von Virtualisierung. Ein großer Nachteil aus meiner Sicht ist, ich habe halt einfach auf die physische Hardware keinen Zugriff. Das ist für die Wald- und Wiesenanwendung egal, dem ERP-System wird es wurscht sein, dem Webserver wird es wurscht sein, wenn ich ein Intrusion Prevention System verwende oder ein Intrusion Detection System, da wird das schon wieder anders. Wenn ich jetzt die rohen Netzwerkpakete nicht sehen kann, weil da ein virtueller Switch dazwischen sitzt, dann muss ich mir was überlegen, aber vielleicht ist es ohnehin keine gute Idee, sowas zu virtualisieren, so ein System, das soll vielleicht eher ein dediziertes Kistchen sein. Dann gibt es so Themen wie, ja, eine ganz lustige Geschichte war mal eine Anforderung, das ist schon lange her, habe ich ein Projekt gemacht über Systemmonitoring mit Nagios und es ging darum, in einem Rechenzentrum, also in einem Serverraum von einem Unternehmen, wo der Nagios-Server steht, also 100.000 Sachen überwachen und die Admins sollen per SMS notifiziert werden, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Damals war, ja, na, das ist heute eh auch kaum anders, in die Hand bekommen habe ich ein SMS, also ein GSM-Modem mit USB-Anschluss und das Monitoring-System war virtualisiert. Es geht, aber es geht nicht besonders gut. Noch schlimmer ist es auch, Fall aus der Praxis, ein Zeiterfassungssystem über serielle Schnittstelle und finden Sie heute nochmal einen Server mit einer RS-232-Schnittstelle, der für VMware 5 oder aufwärts zertifiziert ist. Auch schwierig. Also manchmal muss man tatsächlich noch an die Hardware.
Und diese SMS-Story, das war überhaupt noch lustiger. Und der zweite Spaß daran war nämlich, die haben ihr Netzwerk, ihren Serverraum so toll gebaut, dass sie gesagt haben, sie haben keine einzige Kupferverbindung nach außen. Das heißt, man konnte nicht einmal irgendein Patchkabel als serielles Kabel nach außen verbinden, weil da drinnen war noch das Problem, ich habe natürlich keinen GSM-Empfang im Serverraum. Und nach draußen habe ich nur Glas und da kriege ich USB irgendwie nicht drüber. Also es gibt ein paar so Dinge, wo ich einfach echt nah an der Hardware sein muss. Ein Nachteil, den ich auch sehe, ist, dass man einfach einerseits dieses Paradigma, ein Server pro Service, das würde ich gerne herausfordern, weil es führt einfach dazu, dass man sagt, naja, ich habe ein neues Service, das führe ich in mein Netzwerk ein, ich mache einen neuen Server. Und hast du es nicht gesehen, was der 25. im Netz? Und was man halt vergisst, ist, dass jeder Server die gleiche Pflege braucht, egal ob er physisch oder virtuell ist. Ich muss Patches einspielen, ich muss schauen, ob er läuft, ich muss ihn administrieren, ich muss mich hinter einloggen, dadadada. Also je mehr Server ich habe, desto mehr Arbeit habe ich auch damit. Und was bei den Vorteilen ja steht, durch das Auslasten der Hardware, ist gleichzeitig ein Nachteil, die Gastsysteme teilen sich Ressourcen. Das heißt, wenn ich mehrere Gastsysteme auf dem gleichen System habe, die eine Ressource ziemlich dringend brauchen, wenn ich im Moment, weiß ich, viele Disk-IOs gleichzeitig habe, dann müssen sich die Gastsysteme die natürlich teilen. Das kann ich bei physischen Servern leichter steuern als bei virtualisierten. Die Varianten, die lasse ich jetzt, glaube ich, aus. Es gibt Emulationen, es gibt Hardware-Virtualisierung, also Hypervisor, es gibt Container, darüber ist eh schon gesprochen worden, da braucht man es nicht weiter auslassen. Vielleicht noch über die Hypervisor, ja, es gibt halt die, also ich glaube KVM, Xen, das ist so in der Linux-Welt, das im Moment sind das eigentlich die Player. Es gibt vor allem WSXi, es gibt Hyper-V von Microsoft und diverse Containersysteme. Was soll jetzt so eine Virtualisierungsplattform eigentlich können? Ja, virtuelle Server bereitstellen, okay. Ich soll die einfach verwalten können. Wie das mit Containern geht, hat uns der Robert vorhin sehr, sehr angenehm gezeigt, dass man sehr schnell provisionieren kann. Solche Containergeschichten, es gibt halt Sachen, die sich nicht in Container packen lassen, weil sie zum Beispiel einfach einen kompletten Nicht-Linux-Server erfordern. Dann hätte ich trotzdem noch irgendwie gerne ein System, wo ich solche Maschinen schnell erzeugen kann. Clusterfähigkeit, sprich, ich möchte zumindest zwei Knoten haben. Das ist auch eine unbedingte Voraussetzung, um einen durchgehend laufenden Betrieb sicherzustellen. Warum? Ich will Redundanz haben, ich möchte skalierbar sein und kurioserweise sind Cluster einfacher zu warten als Einzelsysteme. In dem Fall, warum? Wenn ich zum Beispiel nach einiger Zeit draufkomme, dass ich mich beim Sizing meiner Server verrechnet habe und ich brauche vielleicht doch noch etwas mehr RAM oder Disk oder sonst was und ich habe nur einen Hypervisor und muss dem größeres RAM einbauen, dann wird das interessant. Dann habe ich entweder Downtime oder ich mache einen laufenden Rechner auf und stecke dem laufenden Betrieb RAM-Regel rein. Ich weiß nicht, welche Hardware das kann. Wahrscheinlich gibt es sowas im Serverbereich, keine Ahnung. Ich würde es mir nicht trauen. Habe ich zwei Hypervisoren, ist es relativ einfach. Dann sage ich, liebe Leute, in den nächsten zwei Stunden wird es ein bisschen zach, aber nachher wird es besser. Ich schmeiße alle virtuellen Maschinen auf den einen Hypervisor, fahre den anderen runter, mache ihn in Ruhe auf, stecke meine RAM-Regel ein, mache ihn zu, schiebe ihn rein, migriere die Maschine, boote ihn, migriere die virtuellen Maschinen wieder rüber, mache das mit dem zweiten Knoten und der Betrieb ist im Wesentlichen durchgelaufen. So wird also paradoxerweise bei mehr Maschinen die Wartung ausnahmsweise einmal einfacher. Voraussetzung dazu ist Live-Migration von VMs, das heißt, ich muss eine laufende Maschine von einem Hardware-Knoten auf den anderen wandern lassen können, das können die großen Hypervisoren alle mittlerweile. Automatisches Deployment, habe ich schon gesagt, wäre auch ganz wichtig und hilfreich. Und was ich auch gerne hätte, ist natürlich irgendeine Form von Auslastungsmonitoring, Reporting, ich möchte sehen, wie geht es meiner Landschaft, wie schaut es kapazitätsplanungsmäßig aus, was mir sehr hilft, wenn ich zum Beispiel das Budget fürs nächste Jahr erstellen will und sage, werden wir Hardware brauchen, werden wir keine Hardware brauchen, dann ist die Aussage, jetzt sind 70% der Disks ausgelastet, schön und gut.
Wenn es aber heißt, dass im Februar nur 30% der Disks ausgelastet waren, dann heißt das, stellt das ganz andere Handlungsanforderungen an mich, wie wenn im Februar 69% der Disks ausgelastet waren. Das heißt, ich möchte nicht nur sehen, wie schaut es im Moment aus, sondern ich möchte so etwas wie eine Trendanalyse haben. Das ist übrigens etwas, was ich immer wieder erlebt habe. Ich habe mich eine Zeit lang im Bereich Systemmonitoring herumgetrieben, im beruflichen Umfeld. Was man immer wieder sieht, ist Monitoring ohne Trends. Das verstehe ich. Die Leute Systemmonitoring betreiben können und die Vergangenheit einfach nicht mit betrachten. Es gibt so viele Monitoring-Systeme, die nur sagen, ist gut oder ist nicht gut. Aber die nicht sagen, ja, ist gut, aber gestern war schon 50% von dem, was heute ist und morgen wird es zu viel sein. Also ich möchte ein bisschen Reporting haben für eine Virtualisierungslösung, damit ich sehen kann, wie sind wir unterwegs. Kommerziell gibt es halt, ja, VMware, das haben viele und auch da ist es so, dass man nicht gefeuert wird, wenn man VMware einsetzt, das ist risikoarm. Es gibt ein riesen tolles grafisches User-Interface und es gibt sogar eine API und hinten dran kostet halt einfach auch Geld. Es gibt Hyper-V, aber über das rede ich nicht. Frei gibt es dann halt zum Beispiel Ovirt, das nutzt KVM drunter als Hypervisor, ist im Prinzip ein User-Interface für KVM. Und so wie ich es verstanden habe, ich bin nicht der Virtualisierungsprofi, so wie ich es verstanden habe, richtet sich das im Wesentlichen auf diese ganze OpenStack-Geschichte, also dieses Deployment von skalierbaren Umgebungen. Und auf der anderen Seite gibt es Proxmox, das ist das, was wir jetzt einsetzen. Oder wohin wir jetzt aktuell migrieren von einem anderen Produkt weg. Proxmox basiert auch auf KVM, lässt sich extrem einfach installieren, apt-get install Proxmox und es ist da. Voraussetzung ist, dass die Hardware darunter halt KVM-Virtualisierung unterstützt und für den Befehl ist die Voraussetzung, dass man Debian benutzt. Es hat ein nettes browserbasiertes User-Interface, das ich gern herzeigen würde, allerdings kriege ich über das WLAN keine SSH-Verbindung nach draußen. Ich werde es dann nachher probieren, ob ich über mein Telefon einen Hotspot aufziehen kann. Dann kann ich kurz das herzeigen. Proxmox bietet, Proxmox bietet jetzt das, was ich vorhin alles genannt habe. Also ich kann mehrere physische Maschinen zu einem Cluster zusammenfassen. Ich kann darauf meine virtuellen Maschinen verwalten, ich kann sie hin und her schippern, ich kann ihre virtuelle Hardware steuern. Es virtualisiert wunderbar Linux-Systeme, Windows-Systeme, Mac OS X habe ich noch nicht probiert, keine Ahnung. Live-Migration, all das funktioniert. Es gibt, und das ist auch ganz wichtig, es gibt auch greifbare, lokal vorhandene Unternehmen, die Support dafür anbieten. Das ist mir persönlich aus meiner Erfahrung wesentlich wichtiger und lieber. Ich habe eine kleine bis mittlere Firma, die in der Nähe ist, die mir sagt, ja, sie macht Support für eine Plattform. Also ich kaufe bei einem großen amerikanischen Hersteller mit einem kurzen Namen und bin dann, wenn es einen Supportfall gibt, eine Nummer in einer Queue und habe keine Ahnung, zu wem ich komme und mit wem ich telefoniere und wie der dann agiert. Ich werde dann nachher noch, wenn entsprechend Zeit bleibt, schauen, ob ich auf das Proxmox-Interface draufkomme. Und last but not least, es gibt keine IT ohne Backup. Wäre schön. Ja. Hand aufs Herz, wer macht regelmäßig Backup von all seinen wichtigen Daten? Okay. Wer kann es auch restoren? Und wer hat es echt ausprobiert? Okay. Gut. Normalerweise ist die Kurve da immer steiler, die Zahl der Handy, die da rauf geht, werden immer weniger. Backup macht man warum? Backup macht man, weil man seine Daten braucht. Backup macht man, weil man seine Daten auch noch braucht, wenn die Hardware ausfällt. Dann kann ich nämlich vom Backup restoren. Backup macht man auch, wenn die Software ausfällt, damit man seine Daten noch hat, wenn die Software ausfällt. Die Software kann nämlich Updates haben wollen. Und möglicherweise machen Update-Systeme kaputt. Soll schon vorgekommen sein, habe ich schon mehrmals erlebt. Dann ist es echt nett, wenn ich von einem Backup zurücksteigen kann. Können nämlich zweierlei Dinge passieren. Es können Systeme kaputt werden. Ja, dann springe ich halt zum Beispiel bei einer Maschine auf den vorigen Stand. Viel subtiler ist, wenn ein Update Daten kaputt macht. Dann läuft das System am Anfang an, aber meine Daten sind hin. Software kann Bugs haben, kann Daten kaputt machen. Software kann von Malware befallen werden, kann Daten kaputt machen.
nett, wenn man einen Windows-File-Share hat, der mehrere Terabyte groß ist und wo dann an ganz vielen Stellen dieses nette Textdokument auftaucht, in dem drin steht, wie man seine Daten wieder entschlüsseln kann, wenn man entsprechende Anzahl von Bitcoins bezahlt hat. Glücklich, wer sich dann zurücklehnen kann und sagen, ist mir wurscht, ich stelle vom Backup meine Daten wieder her. Und was ganz extrem oft vergessen wird beim Thema Backup, sind die Layer 8 Probleme. Ich mache jetzt seit ungefähr 20 Jahren IT beruflich. Ich habe zweimal wegen Hardware-Ausfall Backups restoren müssen. Ich habe dreimal oder viermal wegen Malware-Befall von Backups restoren müssen. Ich kann nicht nachzählen, wie oft ich von Backups restoren habe müssen, weil die Leute mit der Maus ausgerutscht sind. Das passiert monatlich mindestens. Die meisten Fälle, die ich kenne für Recovery von Daten, gehen von Menschen aus, nicht von Maschinen. Das kann ich nur immer wieder betonen, das wird immer wieder übersehen aus meiner Sicht. Wie kann ich jetzt Backups machen? Der Klassiker, uralt, warum macht man das? Man sichert auf Bänder, so fad, so langsam, braucht lang, gibt es seit ewigen Zeiten. Das ist viel cooler, ist sicher auf Disks. Disk to Disk geht schneller, ist modern. Ich kann mir irgendwo ein Backup-NAS hinstellen und sicher von meinem Produktiv-NAS auf mein Backup-NAS. Geht wunderbar schnell und alles ist toll. Oder ich Backup überhaupt in die Cloud. Und das ist das richtige T-Shirt. There is no cloud, just other people's computers. Wer in die Cloud backupt, muss halt einfach wissen, was er tut. Ja, da gibt es auch Systeme, die verhindern, dass andere die Daten lesen können, aber interessante Sache. Ich will an der Stelle, habe ich noch einen... Ja, Moment, na. Zu den Backup-Technologien. Ich möchte eine Lanze brechen für Bandsicherung. Nicht, weil ich schon in das Alter komme, wo ich halsstarrig werde und die Sachen, die ich schon lange kenne, denen vertraue, sondern weil Bandsicherung unheimlich viele Vorteile bietet, die ganz wenig Leute bedenken. Bänder nehme ich, wenn ich das tatsächlich tue, aber in der Regel, also in Größenordnung, von denen ich spreche, kommt man mit einem Bandlaufwerk und einem Band ja nicht mehr aus für die Komplettsicherung. Ich habe eine Tape Library, da werden also die Bänder automatisch gewechselt. Ich nehme dann regelmäßig ganze Bandsätze aus dieser Tape Library raus und lege sie an eine andere Stelle. Ich lasse sie nicht im Rechnerraum. Ich lege sie im Idealfall in einen Datensafe und wenn es überhaupt toll ist, dann liegen da ein paar Kilometer zwischen dem Serverraum und meinem Datensafe. Ich nehme die Bänder zum Beispiel mit nach Hause. Das wäre dann in meinem Fall vom 2. Wiener Gemeindebezirk in den 23. Wiener Gemeindebezirk, wenn ein Elementarereignis eintritt, dass ein Bürogebäude im 2. Bezirk und ein Wohnhaus im 23. Bezirk gleichzeitig vernichtet, dann ist mir das Restore meiner Backups auch schon egal. Gibt es die Firma nämlich einfach nicht mehr. Die wird es auch nicht mehr geben. Das ist etwas, was mit Disk schon wesentlich schwerer machen kann. Wenn ich nämlich mein 20 Terabyte Shelf da NAS im Rack habe und darüber habe ich mein 20 Terabyte Shelf Backups im Rack, das mag ich nicht rausschrauben und mit nach Hause nehmen, das geht nicht. Und was man da ganz gern vergisst, ist dieses Disk-to-Disk-Backup, das ist ja ganz schick, aber die Disks sind always online. Das heißt, wenn ich ein elektrisches Problem habe, das mir meine Disk kaputt macht, dann macht es mir gleichzeitig meine Produktiv- und meine Backup-Daten kaputt. Meistens sind die Backup-Disks auch alle im Filesystem eingebunden und gemountet. Wenn ich also ein Software-Problem habe, das mir meine Daten kaputt macht, dann macht es mir meine Produktivdaten und meine Backup-Daten kaputt. Ja, genug über das. Ich glaube, der Punkt ist angekommen. Auch, wie gesagt, in dem Auditorium wahrscheinlich völlig unnütz, aber ich gehe trotzdem drüber, welche Daten soll ich denn jetzt sichern? Was ist ein gutes Backup-Konzept? Das muss jeder für sich selber herausfinden und beantworten. Ein Beispiel jetzt, wie wir das handhaben. Wir machen zum Beispiel auf dieses vorhin beschriebene Riesen-Storage mit seinen 190 Tera Kapazität alle 4 Stunden einen Disk-to-Disk-Snapshot von den produktiven Nutzerdaten. Also alles, was auf Windows-Shares und ähnlichen Laufwerken liegt, wo Nutzerdaten tagtäglich beackert werden. Da wird alle vier Stunden ein Snapshot rübergezogen auf das Storage. Das geht sich dank der Netzwerkbandbreite und der Plattengeschwindigkeit gerade leidlich aus. Also das ist noch ein bisschen Kapazität von der Zeit her. Das Tool, das wir verwenden, ist das AirSnapshot
Und dieser Backup-Bereich ist dann seinerseits wieder als Windows-Share freigegeben. Das heißt, die Nutzer können selber auf die letzte stündliche, tägliche, wöchentliche, monatliche Sicherung zurückgreifen. Da werden mehrere Generationen aufgehoben. Und wenn jemand mit der Maus ausrutscht, dann kann er selber nachgraben gehen, wann habe ich denn zuletzt meine Daten da gehabt. In der Regel passiert das nicht. Sie rufen in der IT an und dann geht der Operator nachgraben und restored. Aber im Prinzip, also in der Theorie, könnte man das sogar selber machen. Dann gibt es natürlich täglich inkrementelle Sicherungen Disk-to-Disk. Ja, die gibt es noch. Warum gibt es noch Disk-to-Disk-Sicherung, wenn ich gerade darüber geschimpft habe? Weil es sich einfach nicht ausgeht, 20 Terabyte Daten auf Bänder rauszustreamen zwischen, ja, wann hört bei uns der Betrieb auf? Eigentlich gar nicht, obwohl wir keinen 24x7 Betrieb haben, aber irgendwann in der Nacht sind die Letzten dann auch aus dem Büro. Dann gibt es die Freelancer, die Autoren, die Externen, die noch irgendwie Daten rein und raus und hin und her. Und irgendwann in der Früh vor 7 geht es dann wieder los. Es geht einfach zeitlich nicht mehr aus, die Daten wegzusichern. Das heißt, deswegen werden sie zuerst auf die Disk rübergeschrieben und dann wird in Ruhe von den Disks einmal wöchentlich das Ganze auf die Bänder rausgesichert. Wie gesagt, die Bänder kann man dann einfach satzweise rausnehmen und irgendwo anders sicher, trocken und lichtgeschützt lagern. Und von den Datenbanken gibt es halt täglich eine Sicherung auf Disk und dann wieder wöchentlich auf die Bänder. Und von den Betriebssystemen machen wir wöchentliche Sicherungen, schreiben einmal monatlich Bänder raus und wenn es gerade opportun scheint, dann macht man halt einen Snapshot. Zum Beispiel vor einem Upgrade von einem Server, wenn ich großer Freude an den Umstieg von Debian 7 auf 8 zurück. Da gab es immer wieder ein paar Überraschungen, wahrscheinlich weil ich schlecht vorbereitet war. Da kann man halt einfach einen Snapshot ziehen, macht man Upgrade, schaut, ob alles funktioniert, dann schmeißt man den Snapshot weg. Sonst bleibt man halt am Snapshot sitzen. Okay. Glaube ich eh gar nicht so schlecht. Themenmäßig war es das von meiner Seite. Gibt es zu dem ganzen Themenkomplex Fragen, Anregungen, Rants? Was? Zu dem Thema Backup. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin da zu einigen anderen Schlüssen gekommen. Es wäre ganz spannend, mal deine Herstellerlisten auszuwechseln. Ich habe mir das nämlich mit den Bändern auch überlegt. Ich bin mittlerweile dazu übergegangen, Disks hin und her zu tragen, weil es einfach wesentlich billiger ist pro Terabyte, die ich transportieren muss. Auch die kann ich außer Haus lagern. Zweite Anmerkung. Ich muss ja den Backup-Rechner nicht die ganze Zeit online halten. Also meiner dreht sich nur auf, wenn er das Backup macht und dann fährt er wieder runter. Okay. Damit bin ich zwar während der Backup-Zeit verwundbar, aber das ist nur irgendwann in der Nacht für 3 Stunden, dann ist er wieder weg und dann ist er wieder gute Nacht. Okay. Und was, dritte Anmerkung, was mir bei den Disken besser gefallen hat, waren die Restore-Zeiten, weil ich brauche irgendein File, mir passiert selber auch schon mal, dass ich etwas gelöscht habe. Irrtümlich und dann suche ich das, dann ist das bei den Bändern schwierig, vor allem wenn ich nicht genau weiß, wo es ist. Dann lese ich mal 5 Datensätze ein von einem Monat, vor einem Jahr, vor 5 Jahren und gehe suchen, das ist mit Disks auch schneller. Und überhaupt, was vielleicht als Randbemerkung, das Alter von Backups, also wenn man so ein Layer-8-Problem hat, und da bin ich auch selber, mir sind schon Daten verloren gegangen, dann kann das mitunter verdammt lang dauern, bis man draufkommt. Mach mal ein Jahr oder noch länger. Das heißt, diese Backups muss man entsprechend lang aufheben, sonst nutzt man das ziemlich wenig. Weil man vermisst die Daten erst dann, wenn man sie braucht. Das ist richtig. Danke für das Stichwort. Backup ist eine Sache, Archiv ist eine andere Sache. Weil, genau, wenn ich jetzt meine Backups, ich muss ja irgendwann einmal Backups auch wieder wegschmeißen. Auch wenn ich Bänder aufhebe, das Stapel wird irgendwann mal so groß. Wenn ich Generationssicherungen aufhebe, das wird irgendwann einmal unübersichtlich groß. Und selbst wenn ich sage, ich hebe nur Jahressicherungen auf, dann habe ich immer noch das Risiko, dass wenn ich zwischen 2 Jahressicherungen Daten gelöscht habe, es trotzdem irgendwelche Szenarien gibt, dass sie verloren gehen. Langzeitarchiv ist ein interessantes Thema. Noch kurz zu den Recovery-Zeiten. Da habe ich ja diesen Neudeutsch-Multitier-Ansatz. Das meiste, was wir an Restore erledigen wir von den Disks. Weil man meistens kommt man
Es gibt schon Fehler, auf die man nicht so schnell draufkommt, aber am meisten kommt man relativ bald auf Fehler drauf. Man hat dann in diesen Snapshots hat man dann die Möglichkeit, von dort zu recovern. Das geht recht schnell. Das Auslagern der Bänder ist aus meiner Sicht ein Schutz vor Elementarereignissen. Wenn also der große Wasserschaden den Serverraum heimsucht, dann ist es wurscht, ob der Backup-Server eingeschalten war oder ausgeschalten. Wenn er ausgeschalten war, hat er noch eine größere Chance zu überleben, wenn man ihn sorgfältig trocknet, bevor man ihn wieder einschaltet. Aber wenn der wahnsinnige Axtmörder in den Serverraum geht und alles kurz einen Kleinschlag, dann, oder ein Brand oder was auch immer, ja, dann ist es halt einfach gut, Daten extern zu haben. Und ja, bei kleinen und mittleren Mengen ist es natürlich handhabbar, Platten herumzutragen. Ja. Wie gesagt, im Multi-Terabyte-Bereich wird es langsam unhandlich. Und Archiv, das ist auch ein interessantes Thema. Ich habe mich mit dem Lieferanten unseres Backblaze, unseres Storage-Moduls da unterhalten. Wir haben einen spannenden Ansatz gefunden für Langzeitarchive. Das Problem mit Festplatten und Langzeit ist ja, dass Festplatten mechanische Teile enthalten, die erstens, wenn sie laufen, kaputt werden, weil sie sich ausleiern. Die zweitens, wenn ich sie außen einschalte, kaputt werden, weil das Anlaufen der Platten einen enormen Stress bedeutet. Und die drittens, wenn sie nicht laufen, kaputt werden, weil sich die Lager festfressen. Festplatten sind einfach ein Graus, wenn sie bewegte Teile enthalten. Cool sind SSDs, die sind zwar teuer, noch, werden aber immer günstiger, aber die haben keine bewegten Teile. Und der Manfred, mit dem ich über das Thema gesprochen habe, dieses Cluster-Ding, gesagt, ja, im Prinzip für die Langzeitarchivierung ist es eine total schlaue Überlegung oder interessante Überlegung, statt klassischer Platten SSDs einzubauen. SSDs werden kaputt mit Schreibzyklen. Mhm. Beim Langzeitarchiv habe ich ganz wenige Schreibzyklen. Und die Lebensdauer einer SSD, das traut sich keiner zu sagen von den Herstellern, weil sie es dann garantieren müssten oder weil sie irgendjemand an der Nase nimmt, wenn sie irgendwie was sagen dazu. Aber die Hersteller, wenn man mit ihnen, mit den Leuten, die Sachen entwickeln, redet, die kennen keinen Grund, außer der Materialermüdung, die jetzt auch die Sessellehnen hier im Hörsaal unterliegen, die kennen keinen Grund, warum in absehbarer Zeit eine SSD, auf die ich nicht schreibe, sterben sollte. Die Daten sind dort in Silizium gespeichert, in irgendeiner Form, die ich jetzt Kraft meiner Ausbildung verstehen müsste, aber nicht mehr wirklich verstehen, nicht nachvollziehen kann. Da dreht sich nichts, da ist nichts, da passiert nichts Komisches. Also paradoxerweise eignen sich SSDs für einen Einsatzbereich, für den sie überhaupt nicht gedacht sind, nämlich als praktisch den unendlichen Daten, also unendlich, einen Langzeitdatenspeicher. Ja, okay. Ich habe da noch einen Artikel vor Jahren mal gelesen. Und zwar gab es eine Forschungsgruppe, die an Langzeitspeicher für Archive gearbeitet hat, wo man eben auf Keramiken mit Maßnahmen auch immer die Sachen einätzt oder ritzt oder wie auch immer, um es langzeitig speichern zu können. Weil bei SSDs habe ich Chips. Chips altern auch so, also sprich, ich habe da die Übergänge und dann gibt es Diffusion, dann gibt es Strahlung, natürliche Radioaktivität und solche Sachen. Das ist zwar immer noch besser als Festplatten, ja. Aber ich glaube, der Ansatz für Langzeitspeicher wird dann sowas sein wie de facto optische Medien mit höherer Auflösung, glaube ich. Es gab auch einen Bericht darüber, welche Kapazitäten die schaffen auf diese Glas-Keramikscheiben, das war recht ansehnlich. Ja, in der Regel sind halt die Schreibraten grottig und die Kosten auch nicht wirklich freundlich. Und das ist exotische Art. Aber im Prinzip stimmt, man muss jetzt überlegen, was ist jetzt Langzeitspeicher? Wenn ich an den Stein von Rosetta denke, der ist mit SSDs nicht zu schlagen, keine Frage. Aber ja, ich spreche jetzt von Zyklen, die in den Firmen denken. Also wenn ich jetzt sage, meine SSDs kann ich in 25 Jahren grundsätzlich noch rauslesen, danach kriege ich sowieso keine Hardware mehr, wo ich die reinstecken muss und irgendwann dazwischen habe ich wieder genug Geld angespart, um auf das nächste System umzusteigen. Ja. Hallo? Ja, danke erstmal. Ich habe zufällig auch einen Storage-Pod im Einsatz in einem Archiv. Dazu die Anmerkung, es ist nicht nur CentOS möglich. Also ich hab dort, wahrscheinlich kommt es herstellerseitig mit CentOS, ich weiß es nicht, ich habe den nackt bekommen, das kann ich auch keinem empfehlen, das Zusammenbauen ist furchtbar. Ja?
Debian 7, Debian 8 läuft wunderbar da drauf. Das andere, Proxmox unterstützt auch LXC, weil das da jetzt nicht stand. Stimmt, ja. Und sogar Unprivileged LXC und das ist sehr gut. Ich habe das seit ein paar Monaten jetzt im Einsatz. Gut, ja, so. Danke. Ja, danke für die Anmerkungen. Gut, dann darf ich vielleicht mit 5 Minuten kurzer Pause und den nächsten 5 Minuten sollten wir uns schon gönnen. So viel Zeit muss sein. Dann sind wir knapp hinter der Zeit. Fangen wir in 5 Minuten mit dem nächsten Vortrag an.